Ammoniak, Wasser und Universalindikator. In den mit Wasser gefüllten Rundkolben wird Universalindikator getropft und umgerührt. Ein Glasrohr mit Spitze am oberen Ende wird in einen Gummistopfen mit drei Löchern gesteckt. Mit diesem wird der Rundkolben verschlossen. Ein weiterer Gummistopfen mit nur einem Loch wird umgedreht oben am Glasrohr angebracht. Im zweiten Loch des unteren Stopfens wird ein gewinkeltes Glasrohr eingeführt. An diesem wird mit Hilfe eines Schlauchstücks ein Gummidruckball befestigt. Erst wenn das dritte Loch des Stopfens mit dem Finger verschlossen wird, kann mit dem Gummidruckball Flüssigkeit im Glasrohr hochgepumpt werden. Jetzt kann der mit Ammoniak gefüllte Rundkolben oben angebracht werden. Das Ganze noch einmal aus der Nähe. Und jetzt noch der Blick durch die Wärmebildkamera. Übrigens, der Versuch ist auch bekannt als Springbrunnenversuch. Ich glaube, man erkennt hier deutlich, warum das so ist.